Er hat das Aussehen eines Franz Josef Strauß. Er hat Helmut Kohls Anwalt und besitzt die moralische Integrität eines Josef Blatter. Und doch wird er politisch verfolgt, wie Julia Timoschenko. Er ist Stefan Mappus und er wird verfolgt, weil... wie sagt er noch Freitag im Bild, weil... wir in einer zugegebenermaßen außergewöhnlichen Situation ökonomisch korrekt gehandelt haben. Eben. Und wir meint, nee, nicht das Parlament, das hat er ja gar nicht erst gefragt, denn... Politik ist ein Mannschaftsspiel. Und wer Individualsportarten bevorzugt, der muss sich ein anderes Tätigkeitsfeld suchen. Selber Individualsportler, rufen jetzt seine Feinde. Aber wenn er sagt, dass er doch mit diesem Investmentbanker ein super Team gebildet habe, dann ist das auch wieder falsch. Beratungsresistent oder ferngesteuert. Meine politischen Gegner sollten sich schon festlegen. Ja, Fernsteuerung, so ein Quatsch. Nach Wasserwerferattacken auf Schüler einfach mal so zu sagen. Entschuldigen muss man sich, glaube ich, wenn man einen Fehler begangen hat. Original Mappus. Wer sollte sich so einen Satz auch sonst ausdenken? Entschuldigen muss man sich für etwas, wenn man was falsch getan hat oder einen Fehler gemacht hat. Ja, und so ein Mappus macht keine Fehler und gegen Gesetze verstößt er schon mal gar nicht. Die sind ihm nämlich heilig. Wir müssen schon auch ein bisschen rechtsstaatliche Systematik betrachten und trotzdem gibt es so unglaublich viele Möglichkeiten. Ja, in Sachen Rechtsstaat sollte man eben flexibel bleiben. Und nächste Woche, auch beim Zeitplan der Energiewende ist Flexibilität gefragt. Angela Merkel hat plötzlich festgestellt, die geplanten Windräder sind zu klein.